Mein Name ist Herbert Brandl und wir befinden uns hier in der Galerie Next St. Stephan. Hier zeige ich meine Ausstellung Der Regen von 2019. Die Arbeiten zu dieser Ausstellung sind zwischen 2018 und 2019 entstanden. Eine dieser Arbeiten ist allerdings aus den 90er Jahren und ist so eine Art im Zentrum der Ausstellung, so eine Art Nukleus für die neu dazu entstandenen Arbeiten, die irgendwie vom Malstil an diese Zeit und dieses Bild aus den 90er Jahren erinnern, aber auch nur entfernt. Für mich war das ein Zufall, weil das Bild aus den 90er Jahren zwischen meinen neuen Bildern im Atelier zu stehen kam. Es kam gerade zurück von einer Restaurierung und ich fand das halt eine interessante Spannung. Und wir konnten das in die Galerie hierher übertragen. Die anderen Arbeiten, die hier zu sehen sind, sind mehr oder weniger abstrakt. Bis auf eine Rose und einem Steinwasserfallbild. Die anderen sind eher stärker abstrahierte Bilder, so wie ein Wasserfallbild. Es sind Abstraktionen, es sind nicht wirklich rein abstrakte Bilder. Es sind Abstraktionen, die angeregt sind durch Fotografien, durch meinen Garten, durch einfache Ereignisse wie ein Regenschauer im letzten Sommer, den ich fotografisch festhalten konnte. Der hat mich inspiriert zu diesem Titel und zu ein paar Bildern aus dieser Ausstellung. Manche sind abstrahiert, also das sind nicht wirklich abstrakte Malereien. Da geht es nicht nur um die Farbe und um die Form und um den Malvorgang und um solche Dinge, sondern da geht es schon um etwas, was aus der Natur kommt, was aus meiner Wirklichkeit kommt, über ein Foto transportiert wurde meistens und dann ist als Erinnerung in den Malprozess so eingeflossen ist im Endeffekt. Also im kleinen Raum war so ein Bild, das hat eigentlich kaum jemand entschlüsseln können. Das war ein Grasbüschel in meinem Gartenteich, ein wunderschönes Foto, was ich davon gemacht habe. Das Foto ist zu hübsch, also ich musste vieles weglassen dann davon, damit ich zu dem kam. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sofort an etwas Realistisches denkt. Man könnte meinen, nee, das ist nur oben und unten geteilt und ein paar wilde Striche, ein bisschen Gestik dazu. Und das könnte man meinen, also am ersten Blick. Zum Beispiel sind zwei Bilder da dabei, die kommen nur aus der Gestik, aus einer Verzweiflung, aus ein paar Fehlversuchen, aus einem totalen Versagen dann praktisch im Endeffekt. Und das ist so etwas, das hat jetzt nichts mit einer Erinnerung an irgendein Naturereignis zu tun oder hat überhaupt keinen Anhaltspunkt in der Natur eigentlich. Nicht? Dann in der Gestik wiederum, nicht? Und in der Farbgebung drückt sie aber nichts aus, was naturnah wäre oder was mit Realität zu tun hätte. Die bezeichnen in der Ausstellung als rein abstrakt. Weil da geht es nur um den Strich, um wie Farben zueinander stehen. Und es erzählt nichts weiteres. Die Bilder sind zum gleichen Zeitpunkt entstanden. Nicht? Also zwar nicht nebeneinander, also ein größeres Bild, aber zum gleichen Zeitpunkt. Die zwei sehr gestischen im ersten Raum. Und die haben eine direkte Beziehung zueinander, genauso wie die zwei Regenbilder miteinander. Die sind gleichzeitig entstanden einfach. Die Hängung hier ist irgendwie für mich ein bisschen untypisch gewesen, weil es kam dann halt noch dieses Bild aus den 90er Jahren dazu. Das hat das Ganze irgendwie wieder relativiert. Und ich habe da keine so eine Vorstellung gehabt, ich habe überhaupt kein Konzept gehabt, wie diese Ausstellung ausschauen soll. Ich habe eher nur meistens eine Sehnsucht, dass sie gut ausschaut, aber in dem Fall wusste ich nicht, wie das zu hängen sei, also ich konnte da jetzt keine Angaben machen, wie man das hängt. Man muss das einfach hinstellen und schauen, ob es passt. Und so gesehen ist das keine wirklich zusammenhängend gemalte Ausstellung. Und also das sind Bilder, die dann zusammengefasst wurden, wenn ich das so sagen darf. Bei der Ausstellung davor, vor zwei Jahren, das wusste ich eigentlich relativ genau, wie die Bilder wo sein sollten. Nicht?
Also in welchem Raum welche Bilder kommen. Jetzt habe ich das mal ganz offen gelassen. Ich wusste gar nicht, welche Bilder ich wirklich dann verwenden kann. Die waren ja noch total klitschnass eigentlich, wie man so sagt. Direkt aus dem Atelier in die Galerie. Das hat mich an meine jungen, wilden Jahre erinnert. Man sieht es dann hier das erste Mal in einem neutraleren Raum, in einem ganz anderen Umfeld und mit einem ganz anderen Anspruch. Im Atelier ergänzt sich das alles so wunderbar. Alles ist passend zueinander und alles funktioniert miteinander. Das kann man oft gar nicht so genau sagen, welches jetzt ein besseres oder ein schlechteres Bild ist. Also mir fällt das manchmal schwer. Und hier sehe ich das eigentlich relativ schnell, ob das dann funktioniert oder nicht. Und was dann funktioniert bei so einer Ausstellung, das kann ich auch nicht sagen. Das ist irgendwie nach wie vor so ein Rätsel für mich. Allein der Titel, der kommt jetzt nicht von einem Film oder von irgendetwas. Das ist mir einfach mal so eingefallen, weil es eine gewisse Poesie gehabt hat und mit zwei oder drei Bildern sehr gut übereingestimmt hat eigentlich. Es sind ein paar Bilder dabei, die erinnern an Regen, vielleicht aber nicht wirklich. Das sind eher so Wasserfälle, die halt so Sprühnebel oder so etwas erzeugen. An und für sich ist kein einzig wirkliches Regenbild hier im Endeffekt. Die Rose wollte ich auf gar keinen Fall hier zeigen. Die habe ich nebenbei eigentlich gemacht. Und irgendwie war mir das ein bisschen peinlich. Ich dachte mir, was für ein Kitsch, was ich da so mache, ist vielleicht nur ein Kitsch. Und die Rosemarie hat das dann im Atelier aber draußen gesehen, das Bild, und hat gemeint, na, das muss doch irgendwie integrierbar sein. Und deswegen haben wir es dann reingenommen. In dieser Ausstellung ist noch eins bemerkenswert, nämlich das Login. Und da haben wir einen Kristall ausstellen dürfen, eine Aluminiumskulptur, die noch zum Teil dann bemalt war. Und das ist ein Kristall, den ich aus meiner privaten Kristallsammlung heraus gefiltert habe, um ihn zu einer Skulptur zu machen. Das war für mich auch ein sehr interessanter Aspekt bei der Ausstellung eigentlich.